Lucas Show Episode 3. In meiner Episode heute geht es um den gesamten Tenant Screening Prozess. Also, wie finde ich in den USA Mieter? Wie qualifiziere ich diese Miete? Wie screene ich diese Miete? Und was heißt das für mein Business als Landlord in den USA? Let's get into it! In meiner heutigen Episode geht es um den Tenant Screening Prozess. Also, wie kann ich als Vermieter in den USA qualifizierte Mieter finden, die am längsten bleiben, die Miete bezahlen können und natürlich das Haus nicht kaputt machen. In Episode 1 und 2 bin ich auf ein Haus in Drexel Hill eingegangen. Das ist das neueste Haus im Portfolio. Und anhand dessen würde ich einfach mal beispielhaft zeigen, wie ich das da gemacht habe, wie das da vonstatten ging. Wie bereits in Episode 2 erwähnt, hatten wir 130 Anfragen und davon 30 qualifizierte Bewerbungen. Und genau das ist das Thema der heutigen Show. In der heutigen Episode gehe ich auf 4 grundlegende Fragen ein. Frage 1, Makler nutzen oder nicht? Frage 2, was sind die Standards und die Kriterien, die neue Mieter erfüllen müssen? Frage 3, wie schaut der Vermietungsprozess aus, also wie bringe ich ein Haus an den Markt? Und Frage 4, wie kann ich die neuen Bewerber screenen und überprüfen, sodass ich daraus auch die besten bekomme? Auf geht's zu Frage 1, Makler nutzen oder nicht? In Deutschland habe ich keine wirklich guten Erfahrungen mit Maklern gemacht, das soll jetzt kein Blaming an Makler sein. Aber im Endeffekt kann man es zusammenfassen, sehr durchwachsene Erfahrungen mit überschaubarem Mehrwert. In den USA ist das ähnlich, es gibt sehr gute Makler, es gibt auch nicht so gute Makler, ganz klar. Ob man einen Makler möchte oder nicht, oder einen Makler einschalten möchte beim Vermieten, das ist jedem selbst überlassen. In manchen Fällen haben wir es gemacht mit Makler, in manchen Fällen ohne Makler. Wie schaut die Maklervermietung aus? Der Makler erhält in der Regel eine Monatsmiete als Provision und dafür stellt er dieses Objekt in das sogenannte MLS ein. Das ist eine Datenbank und in dieser Datenbank greifen die ganzen Makler drauf zu, haben natürlich als erster Zugriff, sehen neue Objekte am Markt und können natürlich ihren Kunden das direkt vorstellen. Aber aufgrund der neuen Portale wie Zillow, Trulia, Redfin und wie sie alle heißen hier in den USA, ist das Ganze ein bisschen in Bewegung geraten. Das heißt, die Makler braucht es in dem Endeffekt nicht mehr, weil die Transparenz, die wird durch diese Portale geschaffen. Wenn ein Makler ein neues Objekt bekommt und das im MLS einstellt, dann wird das ein paar Tage später auch an die ganzen anderen Portale vergeben, weil diese Portale irgendwann auch Zugriff auf diese Daten bekommen. Das heißt, Exposé von Haus A wird heute eingestellt und ist in 3 Tagen auf allen öffentlichen Portalen auch zu finden. Aber für diese 3 Tage, da sind nur die Makler dran und haben direkten Zugriff drauf. Also das wäre der Vorteil, dass es eine qualifizierte Kundengruppe der Makler mit den Maklern gibt. Der Nachteil: man muss einen Makler einschalten und es kostet ca. eine Monatsmiete. Ein weiteres Pro für einen Makler ist natürlich der Besichtigungsprozess. Das heißt, als Vermieter ist man dann komplett raus, man schickt einen Makler vor und der Makler soll mir die besten Mieter bringen und soll sie am besten auch schon pre-screenen. Also er hat die ganzen Aufgaben, ich sage dem Makler eh, was ich haben möchte und der Makler filtert nach diesen Kriterien. Aber wenn ich diese Kriterien schon aufgestellt habe für mich, warum soll ich noch einen Makler einschalten? Wenn ein Makler ein Exposé erstellt, dann ist es in Maklersprache. Und diese ganzen Falltüren und Hintertüren und sowas, das will ich alles. Also ich persönlich mag das nicht, würde es rauslassen. Zu einem guten Exposé gehören sehr schöne Bilder und auch ein ansprechender Text. Und aus meiner Erfahrung heraus ist man dann meistens selbst der beste Schreiber und ist selbst der beste Fotograf. Ganz deutlich, da sind Qualitätsunterschiede zu sehen. Wenn man das selber macht versus ein Makler. Es gibt gute Makler, die kommen dann mit großen Fotografen und Ähnlichem, aber bei den Maklern ist die Marge meist so dünn, dass eine Monatsmiete genau diese Fotografenkosten und Ähnliches gar nicht abdeckt. In den USA sind Makler immer noch so hierarchisch organisiert, das heißt, es gibt einen Broker, unter diesem Broker gibt es einen Makler und dann kommt der Kunde. Es gibt einen Makler für den Käufer, also für den Anbieter, und es gibt auch Makler für den Verkäufer. Das heißt, beide Makler gehören zu einer Brokerage, wie auch immer, das kann man im anderen Video uns angucken. Beide Makler wollen mitverdienen, aber auch der Broker oder beide Brokerages wollen mitverdienen. Das heißt, die Marge von einer Monatsmiete lässt nicht viel Spielraum für sehr schöne Fotos und lange Beschäftigung mit diesem Objekt, häufige Besichtigungen, Ähnliches. Das ist einfach nicht drin für die Makler. Aus dem Grund sind Vermietungen für Makler in den USA relativ unattraktiv. Beim Verkaufen von Häusern sieht das natürlich für Makler anders aus. Da gibt es 6%, das heißt 6% Firmenverkaufspreis kriegen die Makler. Wenn es einen Buying-Makler gibt und einen Selling-Makler, also einen Buying-Agent, Selling-Agent, das heißt, ich bringe einen mit als Käufer und der Verkäufer hat einen Listing-Agent, also einen Makler, der das Ganze online gestellt hat, dann müssen sich diese beiden Makler 6% Provision teilen. Und bei einem Hauskauf ist da schon mehr drin als bei einer Monatsmiete. Also die Frage, Makler nutzen oder nicht,
In unserem Beispiel heute habe ich keinen Makler eingeschaltet, beziehungsweise das ganze Beispiel geht, wie liste ich ohne einen Makler in der Selbstvermarktung. Schritt 1 als Vermieter in den USA ist ganz klar, man muss Standards haben. Standards haben in Bezug auf Bonität der neuen Mieter, in Bezug auf wer sind diese Mieter, wie viel Einkommen haben die, wie viele Schulden haben die und so weiter und so fort. Diese Standards muss man haben, man muss sie schriftlich haben für sich selber, denn im Fall der Fälle kann der Mieter sagen, du hast mich diskriminiert, ich verklage dich jetzt. Und da hat man besser seine Hausaufgaben gemacht, seine Standards aufgeschrieben und diesen gesamten Screening-Prozess, um den es heute geht, transparent gestaltet und nachvollziehbar dargelegt. Also alles dokumentieren und aufheben, jede Kommunikation. Um wirklich erfolgreich durch diesen Bewerbungsprozess durchzukommen, muss man den Like-Button drücken und auf Abonnieren, Subscribe drücken. Was sind diese eigenen Standards und Maßstäbe? Die neuen Mieter sollten keinerlei Zwangsräumungen vorher haben. Gute Referenzen von den vorhergehenden Vermietern, einen sauberen Hintergrundcheck, so ein Background-Check, also keine Criminal Records oder irgendwas. Das sind alles öffentliche Informationen in den USA. Das heißt, man kann sehen, wer hat Criminal Records, wo gibt es Cases, also wo gibt es Gerichtsakten. Ganz klar, das Einkommen muss stimmen, also im Schnitt mehr als dreimal die Monatsmiete, muss als Einkommen da sein, alles andere ist riskant. Aber das ist in Deutschland, glaube ich, ganz genauso. Schreibt mir in die Kommentare, was sind eure Kriterien. Das Verhältnis Einkommen zur Miete ist natürlich ganz wichtig. Wenn die Leute nicht genug verdienen und sich eine teure Wohnung leisten wollen, dann ist es eine Frage, ob sie das auch können. Dreimal die Monatsmiete sollte als Gehalt da sein. Alles andere, wer mehr als 30%, 33% seines Gehaltes für Mietaufwendung oder für Wohnaufwendung bezahlt, aus meiner Sicht ungesund und solche Mieter sind natürlich auch ein Risiko. Das heißt, die würden erstmal rausgefiltert werden. Und last but not least, der Credit Score ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, ein Credit Score ist ein Scoring wie die Schufa in Deutschland. Dieses Scoring besteht aus der Anzahl der Kreditkarten, Anzahl der Konten, Anzahl der Verbindlichkeiten, also Kredite, Autokredit, Studienkredit und so weiter und so fort. Also alle Verbindlichkeiten. Und daran sieht man natürlich, wenn das Einkommen zwar stimmt, das heißt dreimal die Monatsmiete als Einkommen da ist, aber dann die Aufwendungen aus anderen Verbindlichkeiten noch relativ hoch sind, dann ist es riskant, da würde ich die Finger von lassen. Faustregel hier in dem Fall, 3 Monatsmieten ist das Gehalt oder eben der Mieter ist es nicht. Das trifft natürlich auch Philadelphia zu, in der Bay Area, San Francisco, wo auch immer, ist das eine ganz andere Hausnummer. Da sind aber auch die Einkommen und die Mieten gerade ganz anders. Punkt 2, wie schaut die Vermarktung aus oder wie sah in diesem Fall die Vermarktung aus? Ganz klar, eine gute Beschreibung mit allen Features von dem Haus und natürlich entsprechend untermalt mit Bildern, die das Ganze auch widerspiegeln, sind die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Listing. Schlechte Bilder, schlechte Beschreibung, guckt sich keiner an, ganz logisch. Das ist der 3D-Scan, hier ist ein kleiner Walkthrough durchs Haus, das sind die Räumlichkeiten und genau so lief das auch in dem Prozess ab. In dem Haus haben wir uns auf Zillow einzig und allein konzentriert. Weil Zillow ist nicht nur Zillow als Plattform, sondern Zillow hat verschiedene Portale mit verschiedenen Zielgruppen. In dem Fall ist es Zillow.com, Trulia.com und Hotpads.com. Das heißt, man stellt sein Listing bei Zillow ein und das verteilt sich dann automatisch auf die anderen Portale mit ein paar Stunden Verzug. Und man hat auf 3 Portalen ein Listing. Das ist jetzt keine Werbung für Zillow, aber das ist nur das Beispiel, wie wir es gemacht haben. Zillow sponsert hier gar nichts. Ist halt eine sehr praktische Plattform in dem Fall. So, jetzt ist die Annonce draußen, das Objekt ist gepostet und die Leute sehen es online. Was passiert nun? Jetzt klicken die Leute drauf und sagen, ich interessiere mich für besagtes Objekt. Dann bekommen wir als Vermieter eine Nachricht, da interessiert sich Person XYZ für dieses Objekt. Jeder Interessent bekommt als Rückantwort auf seine initiale Anfrage den Link zum 3D-Scan und einen Termin genannt, wo die Leute durchgehen können. Wir haben das so aufgesetzt, dass wir 3 Massentermine machen, das heißt dreimal einen Termin vor Ort machen, wo Leute kommen können, sich das Haus anschauen können. 1-2 Stunden ist dann jemand da, Tür ist offen, Leute gehen durch. Natürlich mit dem 3D-Scan kann man schon viele Leute abfangen, die dann kommen, vielleicht gar nicht das Haus wollen. Die Leute sehen es auf 3D, können sich selber 24 Stunden, 7 Tage die Woche durchs Haus bewegen. Das ist mein Haus, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, das ist genau das, was ich haben möchte. Holzboden, alles klar. Dann kommen sie bzw. schicken auch gleichzeitig ihre voll ausgefüllte Bewerbung mit. 130 Leute haben sich beworben, alle haben den 3D-Link bekommen und haben sich dann durch das Haus bewegt, ohne dass irgendjemand da sein musste, vor Ort sein musste. Keiner musste eine Maske tragen und alle konnten sich's angucken. Nochmal zurückgehen, haben sie was vergessen, nochmal in den Raum schauen, nochmal dahin schauen, in die Ecke schauen. Hervorragendes Tool für den Fall. 30 Bewerbungen kamen und wie diese Bewerbungen ausschauen, das sehen wir uns jetzt an. Was gehört zu einer richtigen Bewerbung? Ganz klar, Name, Adresse und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen Grunddaten gehören ganz klar auf eine Bewerbung. Dazu kommt noch die Selbstauskunft zum Background-Check.
Für solche Background-Checks gibt es Portale, wo man sich einfach registriert, einen Obolus bezahlt. Dieses Portal geht dann hin, screent alle öffentlichen Records, also alle Gerichtsdaten und ähnliches nach sich selbst. Dann bestätigt einen dieses Portal, ja, Person XY ist ohne Einträge oder hat kleinere Einträge, hat irgendwas da und da und da. Und diese Bestätigung möchte ich als Vermieter natürlich haben, möchte ich sehen. Ich muss sehen, der Mieter, mein potenzieller neuer Mieter, hat keine Gerichtsakten irgendwo offen oder hat keine Gerichtsprozesse geführt, wurde nirgendwo evicted. Genau diese Informationen sind alles Public Records in den USA. Das heißt, wenn hier jemand missbaut, ist das öffentlich. Gibt es solche Einträge oder Zwangsräumungseinträge und ähnliches bei Gericht, führt das zur Ablehnung der Bewerbung. Der Mieter kommt nicht in Frage. Zur Bewerbung gehören auch die Informationen zum aktuellen bzw. vorherigen Vermieter. Informationen wie Name, Adresse bzw. Telefonnummer und Kontaktpersonen von der Hausverwaltung. Solche Sachen kann man und sollte man auch überprüfen. Das heißt, man nimmt den Hörer in die Hand und sagt, hey, ich bin der neue Vermieter von Person X. Wie lief's? Gibt's irgendwas, was ich bedenken muss? Und dann kann es passieren, dass der alte Vermieter sagt, wie, die Person sieht aus, der hat noch bei mir Schulden, der hat noch offene Mietrechnungen und ähnliches. Oder Nebenkostenabrechnungen oder Wasser zu viel verbraucht oder Wohnung getrashed. Solche Informationen kriegt man dann im Gespräch natürlich raus. Dafür ist es auch da. Aber was macht eine wirklich erfolgreiche Bewerbung für eine Wohnung aus? Ganz einfach, den Like-Button drücken und abonnieren. Die Sozialversicherungsnummer und das Geburtsdatum gehören natürlich ganz klar auch zur Bewerbung in den USA. Aufgrund dieser Kombination Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum wird auch der Credit Score berechnet. Und wie schon erwähnt, der Credit Score besteht aus mehreren Faktoren. Diese Agencies, ich glaube auf Deutsch Auskunfteien, die sammeln natürlich jede Menge Informationen über einen. Wie viele Konten hat man, bei welcher Bank hat man das, was ist der Kontostand, die Verbindlichkeiten, alle offenen Kredite, was sind die monatlichen Kosten für diese Person. Solche Sachen sind für mich als Vermieter interessant. Wenn der zukünftige Mieter natürlich ein sehr gutes Gehalt hat, was auch zur Miete stimmt, also im Verhältnis zur Miete stimmt, das heißt, man hat ein Drittel des Gehaltes oder der monatlichen Einnahmen ist die Miete, das ist gesund. Aber wenn jetzt zum Beispiel enorm hohe Verbindlichkeiten auf dem Credit Score oder auf dem Credit Report mitstehen, dann hat man natürlich als Vermieter ein Problem, weil dann kann es sein, dass der Mieter seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann oder seine Miete nicht bezahlen kann. Der Credit Score ist eine Zahl zwischen 300 und 850. 300 ist ganz gefährlich, das heißt ganz schlechter Score oder gar kein Score. Und 850 ist exorbitant gut, das heißt sehr gutes Einkommen, gutes Verhältnis von Anzahl der Kreditkarten zu Konten, zu Belastungen und so weiter und so fort. 300 ist halt schlecht, kann aber auch bedeuten, dass die Person noch gar nicht in den USA gelebt hat. Das ist für Leute, die aus Europa zum Beispiel kommen, relativ neu. Die haben einen super schlechten Credit Score. Ein Credit Score sagt nicht, dass man sehr viel auf dem Konto liegen hat. Ein Credit Score sagt nur, dass man seine Schulden nicht bedient. Wenn einer keine Schulden hat, bedient er die natürlich auch nicht. In dem Fall ist der Credit Score schlecht. Macht das Sinn? Das ist nicht die Frage von dem Video. Ist aber so. Der Credit Score ist enorm wichtig in den USA. Und um zu sehen, ob die Person auch ein richtiges Einkommen hat, geht es natürlich darum, wie viel verdient diese Person. Das ist eine freiwillige Selbstauskunft, wo man sagen kann, okay, für den Credit Score gibt es diese Credit Unions und ähnliche Auskunfteien, die einem ein Papier geben, woraus hervorgeht, das ist so. Für den Background Check gibt es diese Background Check Agencies, die einem bestätigen, dass man keine Einträge hat. Beim Gehalt ist man auf die Aussage des Mieters angewiesen, der einem sagt, ja, ich habe folgende Einnahmen im Monat, bestehen aus Gehalt, bestehen aus Alimentenzahlungen, was auch immer, soziale Transferleistungen, wie es in Deutschland auch gibt. Sowas in der Einrichtung gibt es hier auch. Und da sieht man dann, wie hoch ist das monatliche Einkommen und passt das. Darauf muss man erstmal vertrauen. Wenn das im Pre-Screening alles gestimmt hat, das heißt, Credit Score hat gestimmt, Background-Check ist sauber und Gehalt passt vom Verhältnis her, dann kann man in die Runde 2 gehen und sagen, alles klar, lieber Mieter, ich bräuchte von dir noch folgende Informationen. Dein Arbeitgeber, Name des Arbeitgebers, Ansprechpartner. Der potenzielle Mieter muss natürlich irgendwie belegen, dass er dieses Gehalt hat. Und das kann er am besten durch sogenannte Paystubs. Paystubs sind Gehaltsabrechnungen. Gehaltsabrechnungen im Wochen-, zwei Wochen- oder Monatsrhythmus für die letzten 1, 2, 3, 4 Monate, woraus man erkennt, dass diese Person ein regelmäßiges Einkommen hat. Ist dieses Einkommen oder eine der Kriterien, die ich vorher genannt habe, nicht zutreffend, kann man natürlich sagen, man nimmt diesen Mieter nicht. Hat man natürlich relativ wenige Bewerber, dann wird es schon spannender, dann muss man sich was einfallen lassen. Und in dem Fall gibt es die Möglichkeit, einen Co-Signer zu dieser Lease, also zu diesem Mietvertrag hinzuzunehmen. Das ist wie wenn die Eltern für den Jungen oder für die Studentin oder was auch immer einfach mit unterschreiben. Das heißt, sie haften mit ihrem Gehalt bzw. mit ihrem Credit Score für das, was Junior da tut. So ist eine Möglichkeit, wenn jetzt ein Student neu in die Stadt kommt, hat er natürlich kein Einkommen, wohnt nicht im Studentenwohnheim oder in einem Studenten-Student-Housing oder sonst was,
will eine eigene Wohnung. Das ist ein Tool für den Pre-Screening-Prozess, diese Bewerber mit zu berücksichtigen, obwohl eins der Kriterien vielleicht nicht zutrifft. Neuer Student aus Europa oder aus Deutschland beispielsweise kommt in den USA, hat einen schlechten Credit Score, hat einen sauberen Hintergrundcheck, mag alles sein, aber einen super schlechten Credit Score. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du legst mir entweder 3-4 Monatsmieten hin, das kann aber rechtlich ein Problem geben, weil viele Bundesstaaten in den USA das genau nicht zulassen. Dieses Problem kann man lösen, indem man einen Co-Signer mit auf die Lease aufnimmt, der mit dem Unterzeichner Co-Sign also haftet und somit die Bürde auf zwei Schultern verteilt ist und die Credentials, also die Credit Score, Background Check und so weiter und so fort, von dem Co-Signer eben mit reinzählt und von daher ist das Gehalt höher, der Credit Score passt und damit sollte dann auch das ganze Problem von einem schlechten Credit Score, von einem Single Signer gelöst werden können. Viel wichtiger als der Credit Score und der Background Check ist der YouTube Score und deswegen schön den Like-Button drücken und den Kanal abonnieren. Dann gibt es mehr zu diesem Themenkomplex. In Episode 1 habe ich euch das Haus vorgestellt, das neueste Objekt im Portfolio. Und wir haben uns angeschaut, was ist kaputt bzw. was muss renoviert werden. In Episode 2 ging es darum, die Fallstricke als Vermieter kurz aufzuzeigen zum Thema Emotional Support Animal. Hier in Episode 3 war der Inhalt der Vermietungsprozess. Episode 4 wird sich um die nackten Zahlen drehen. Das heißt, was hat das Haus gekostet? Wie teuer war das Closing? Welche Renovierungsarbeiten habe ich durchführen lassen und was haben die gekostet? Und ganz klar, welche Miete und welche Rendite kann ich jetzt mit einem Objekt in den USA gerade erzielen? Daran werdet ihr erkennen, dass die Renditen eine ganz andere Hausnummer sind als in Europa. Bleibt spannend, schaltet wieder ein und nicht vergessen, subscriben und den Like-Button drücken. Bis dahin.